erstmal voll cool, dass ihr alle noch da seid, trotz des eher bescheidenen Wetters. Ich halte jetzt einen kleinen Redebeitrag vom Infoladen-Kollektiv. Wer oder was macht einen solidarischen Kiez bzw. einen Kiez generell aus? Ganz klar sind das wir, die Menschen, die in diesem Kiez leben. Mit Leben meinen wir nicht nur das Wohnen und Existieren in diesem Kiez, sondern auch seine Gestaltung und unsere Möglichkeit, als BewohnerInnen und NachbarInnen an dieser mitzuwirken. Es sind ja schließlich wir, die sich jeden Tag dort aufhalten. Wir, die hier Miete bezahlen müssen, hier in Ruhe schlafen wollen oder unsere Kinder spielen lassen. Es sind eben nicht irgendwelche Investorinnen oder Architektinnen, die in unserem Kiez einfach nur eine super Kapitalvergrößerung sehen, die hier Entscheidungen treffen sollten. In der Realität ist es aber leider so, dass Großunternehmen wie beispielsweise Vonovia oder andere Investorinnen, die meinen, mit Wohnraum das große Geld zu verdienen, versuchen, unsere Kieze überall aufzukaufen und in teure, hippe Viertel zu verändern. So auch hier auf dem Ölberg. Auch hier gehören Vonovia schon mehrere Wohnungen. Je mehr Wohnungen und Häuser von nach Profit gierenden Firmen und Privatpersonen aufgekauft werden, desto schneller findet die Verdrängung derer statt, die sich die überteuerten Mieten nicht leisten können. Derer, die den Kiez täglich gestalten und ihn mit Leben füllen. Je teurer die Mieten dadurch werden, desto schneller stirbt der Kiez. Desto schneller stirbt das alternative Leben, mit denen diese Firmen so unverschämt für ihren Wohnraum werben. Doch auch wenn es die Realität ist, muss man sich damit zufrieden geben? Wir sagen ganz klar nein. Und es hat sich in der Vergangenheit auch schon öfters gezeigt, dass es klappen kann, sich zu wehren. Wie beispielsweise vor einigen Jahren der Kampf von MieterInnen in der Eckartstraße. Dort sollte eine Wohnung teuer saniert werden, um sie danach noch teurer vermieten zu können. Dagegen haben sich die MieterInnen gewehrt und konnten dies am Ende auch verhindern. Allerdings nur durch die große Unterstützung aus dem Kiez. Ähnlich war es bei den Besetzungen der Marienstraße 41, welche nach wie vor leer steht. Nach welchen es mehrere Treffen mit der Nachbarinnenschaft auf dem Otto-Böhne-Platz gab und verschiedenste Menschen aus dem Kiez versucht haben, das Thema Gentrifizierung anzupacken, anzusprechen oder die Versammlungen wegen dem Rausschmeißen einer Goldschmiedin, die viele von euch hier kennen. Ihre ehemalige Goldschmiede ist auch immer noch leer. Und. Es passiert gar nichts. Auch hier ist der Verantwortliche ein Architekt. Es gibt noch zig Beispiele dafür, dass es klappen kann, sich kollektiv zu wehren. Wehren, auch wenn es häufig nur kleine Siege sind. Wenn wir solidarisch miteinander sind und wenn wir immer wieder darüber sprechen, über teure Mieten, Verdrängung und Wohnungsnot. Doch nicht nur die Investorinnen bedrohen täglich unsere Kieze. Es sind eben auch die Cops und das Ordnungsamt mit ihrer repressiven Law-and-Order-Kultur. Gerade in den vergangenen Monaten haben wir immer häufiger mit Übergriffen von Cops auf Menschen aus dem Kiez zu kämpfen gehabt. Nicht zuletzt am 1. Mai diesen Jahres, wo die Cops das ganze Viertel besetzten, nicht einmal Halt davor gemacht haben, Kleinkinder und ihre Eltern festzuhalten und massiv zu bedrohen. Doch auch hier hat sich schnell gezeigt, dass der Ölberg ein solidarischer Kiez ist. Vor allem, wenn es darauf ankommt. Im Nu waren mehrere Menschen auf den Straßen, um den anwesenden Cops zu zeigen, dass sie hier nicht erwünscht sind und dass das hier verdammt nochmal unser Kiez ist. Indem sie sich nicht benehmen können, wie sie wollen. Doch auch das Ordnungsamt glänzte in den vergangenen Monaten mit diversen Fehltritten. Wie zum Beispiel dem Übergriff auf eine Gruppe von Menschen, die abends am Wochenende auf dem Schuster saßen. Oder das ständige Generve, wenn Sperrmüll ist. Und das Ordnungsamt auf Teufel komm raus den Sperrmüllsammler auf die Nerven geht. Mal ganz im Ernst, liebes Ordnungsamt, was sollen diese Aktionen? Doch eben als Quittung wurde sie einmal beim Sperrmüll aus dem Kiez gejagt und ein anderes Mal mussten ihre gesamten Einsatzfahrzeuge vom Berg abgeschleppt werden. Eben diese Beispiele zeigen, dass wir uns
das als Kiez nicht mehr gefallen lassen müssen. Wir müssen es nicht hinnehmen, dass uns unser Kiez weggenommen wird. Wir können und müssen jederzeit dagegen kämpfen, dass unser Leben fremdbestimmt sein soll. Es ist unser Leben, unser Kiez, und wir haben zu entscheiden, wie dieser Kiez gestaltet wird. Sorgen wir in Zukunft weiter dafür, dass ihre Versuche, über unser Leben zu bestimmen, scheitern. Auf das aus einem solidarischen Kiez viele werden. Dankeschön.